Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Ich bin Sakata für euer Let's Play das Kaninchen. Und es gab wieder ein Update, recht schnell, wie ich persönlich finde. Und zwar Space Trading. Und dieses gucken wir uns an. Es gab ein paar Dinge, die neu dazugekommen sind. Zum Beispiel einen neuen Terraforming Stage. Und zwar Amphibien. Es gibt jetzt Frösche. Meine Güte. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Dinge, die wir freischalten können. Oder in eine Steuerung reinkommen. Ja, so. Das haben wir alles. Das haben wir alles. Das kennen wir auch schon alles. Das sieht auch alles bekannt aus. Amphibienfarm, die ist neu. Mutagen Nummer 4 ist neu. Frog-Huli-Egg ist neu. Also wir können jetzt ebenfalls wie mit den verschiedenen anderen Stadien, die wir vorher schon hatten, mit den Insekten, mit den Fischen, mit den Pflanzen, wir können die hier entsprechend in solchen Amphibienfarmen aussetzen sozusagen. Dann haben sie auch geändert, die Drohnen, die können jetzt zum Beispiel auch Algen sammeln und mitbringen. Das haben sie geändert. Ach nee, warte mal, ich konnte das ja auch hier sehen. Da wollte ich gucken, genau. Dann Fisch, Frog. Frog-Strabo-Egg. Frog-Strabo, das ist neu. Hier ist noch einer. Trau-Yi. Und hier ist ganz viel Neues. Da kann man Lava, Frog. Displayer. Mhm. Ganz viele Frösche, die wir freischalten können, wenn wir Animal-Punkte haben. Wie war denn das Inventar? Ging das denn in diesem Spiel? Kuh. Schon so lange wieder her. Also, wir können... Autocrafter. Da ist er, der Amphibienfarm. Ich brauche einen Common Lava, Fertilizer und Water Bottle. Common Lava. Haben wir doch bestimmt einen Common Lava. Nee, Common Lava. So. Oh, ist die groß. Muss hier draußen hin? Ach, ist gar nicht so groß. So, dann bauen wir die einfach an unseren See hier dran, würde ich sagen. Oder? Wenn Frösche müssen an den See. So. Und da muss ich jetzt Amphibieneier hinlegen. Jetzt ist die Frage, muss ich die herstellen? Kann ich die irgendwo sammeln? Weil wir natürlich immer mehr Sachen... Oh, guck mal, Fische! Oh. Ja, wir haben hier so eine Fischfarm hingesetzt, ne? Hier, da. Schwimmt hier rum. Das finde ich halt schön, wenn die auch anfangen könnten, sich zu spreaden. Also das wäre noch so ein Wunsch von mir, dass sich das immer weiter verteilt. Auch die Pflanzen, dass es natürlich am Anfang schon nur da wächst, wo wir sie auch anpflanzen. Logisch. Aber gerade wenn wir jetzt die späteren Phasen haben, also wenn wir jetzt schon bei der Amphibienphase sind, warum können die Blumen und Bäume nicht sich regulär vermehren? Es ist jetzt schon scheinbar einiges an Zeit vergangen, sozusagen. Nun ja, wir können Dinge herstellen. Und zwar da, die, da habe ich Generic Frosh Egg. Wo kriege ich denn Froscheier her? Was ist das denn? Kann ich hier die Froscheier rausholen? Da! Frösche! Okay, ich muss gestehen, ich habe nachgeguckt und dir wurde gesagt, dass überall solche Waterlakes aufgetaucht sind. Kann sein, dass ich die vorne auch bei uns übersehen habe. Und da sind Frösche und da sind Froscheier. Und die sollen jetzt überall aufgetaucht sein. Ich sehe davon aber keine. Wenn ihr mal, also hier, ist das da einer? Das ist einer, oder? Das ist einer? Ja, das ist einer. Ach, mal. Da sind welche drin. Ah, ja. Okay, also die sind schon überall, Fragezeichen, an Wassergründen, aber spärlich verteilt. Man muss halt genau hingucken. In dem ganzen Grün, was hier ist, gehen die schnell mal unter. Hier ist auch einer, da bin ich dran vorbeigeflogen. Ich war nämlich hier dran. Und da bin ich dran vorbeigeflogen. Aber, das heißt, wir können jetzt hier Generic Frosh Eggs in unseren Froschteich reinsetzen. Und ich habe ja schon... Frog, die habe ich... Nehmen wir die hier, wenn wir die gefunden haben. Oh, guck mal, da sind sie. Kleine Fröschis. Und das produziert jetzt ebenfalls hier Hitze, Druck, warum auch immer, und Plants und Animal. Und die kann man natürlich ebenfalls auch noch, haben wir ja schon gesehen, hier mit Mutagen 4 und Fertilizer nochmal verbessern. Mutagen 4.
Dafür brauche ich Mutagen 1 und Tier 3. Und ein Fertilizer. So, haben wir mal zwei davon. Dann stellen wir doch mal hier das her. So, damit dürfte wer... Ach, guck mal, unser Frosch ist fertig. Und dann können wir mal noch den machen. Und dann brauche ich noch einen weiteren Froschteich. Fertilizer kann man Lava Water Bottle. Oh Gott, habe ich noch Common Lavas? Irgendwo? Und der ist auch fertig. Der Strabo. Ich finde auch hier wieder schade, dass die nicht wegspringen. Also, dass man jetzt die hier nicht über größere Distanzen haben könnte, die Frösche. Das wäre halt schon irgendwie schön. Also, das wäre noch wirklich mein Wunsch. Dass die, klar, jetzt am Anfang macht das total Sinn, dass die nicht sofort sich verbreiten, aber jetzt so Blumen, Schmetterlinge, Bäume könnte, also Schmetterlinge vielleicht jetzt noch nicht, aber Blumen und Bäume könnten sich eigentlich vermehren. Eigentlich auch Schmetterlinge, weil wir haben jetzt schon Fische und so. Wow. Quack, quack. Du bist auch ein sehr bunter Frosch. Das ist ein sehr, sehr bunter Frosch. So, und neben den Fröschen gibt es noch etwas anderes, welches mit eingebaut wurde, was direkt mit diesem Amphibienstatus zu tun hat. Und zwar gibt es ein neues Biom, und deswegen sind wir hier auch am Iklas-Krater, beziehungsweise am Meteoritenkrater. Und ein Foreshadowing? Fragezeichen? Wie fangen wir mit dem Foreshadowing an? Und zwar geht es nämlich hier drum. Um einen riesigen Ozean. Der war vorher noch nicht da. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es genau darum geht. Sie haben gesagt, es gibt mit dem Amphibienstatus gibt es etwas Großes Neues zu entdecken. Und es wird im Forum diskutiert, worum es geht. Und es wird. Die Meinung geht darum, oder ist in die Richtung, dass es hier rumgeht, um diesen Ozean. Der ist nämlich neu. Den gab es scheinbar vorher noch nicht. Ich hatte keine Möglichkeit, vorher zu groß zu gucken. Ist nämlich sehr weit weg von einem neuen Spielstand. Und es ist aber ein großer, sehr, sehr flacher Ozean, der aber keinen Inhalt bietet. Also, soweit man jetzt mitbekommen hat, ist da einfach nur Ozean, nur riesige, riesige Wasserfläche. Und dann kommt irgendwann der rote Nebel und man kommt nicht weiter. Aber er ist halt neu. Der Ozean. Aber ihr seht, er ist halt wirklich flach. Ich kann hier nicht runtertauchen. Ich bin hier im Wasser und kann da nicht groß tauchen. Aber deswegen, das ist etwas, was vermutlich... Ihr seht auch, ich kann jetzt gerade hier nicht weiter. Ich bin an der Wand. Im nächsten Update dann mehr... Raum erfahren wird, wer weiß, wer weiß. Und dann gibt es aber ein neues Biom, welches wirklich ausdesignt ist. Und da sind wir auch wieder beim Iklas-Krater. Und zwar, wenn wir hier runter gucken, also da ist der Startpunkt, da ist die Startbasis, da ist der Wasserfall, da ist der Wasserfall, ist hier, das sieht man schon, ein paar Bäumchen, die habe ich nicht gepflanzt, ist hier an einer Seite, an der Südseite dieses Iklas-Kraters sozusagen, eine kleine Oase entstanden mit unglaublich vielen verschiedenen Pflanzen und Wasserfall und Kisten. Und diese wollen wir uns doch mal angucken, was da drin ist. Hier ist es Mutagen Nummer 2. Das sind schon sehr nützliche Dinge. Ich nehme einfach mal erstmal so weit das alles mit. Ich werde sicherlich einiges unterwegs fallen lassen. Und es geht tief runter. Es geht tief runter und ich bin gespannt, wie viel man da entdecken kann. Ob das in Anführungszeichen nur ein schönes kleines Biom ist oder ob hier auch wieder Sachen versteckt sind, storymäßig. Kisten sind hier auf jeden Fall versteckt. Oh, guck mal. Circuitboards, Blueprint, Microchips. Lass ich einfach mal liegen. Das hole ich mal später irgendwann. Das kann ich, hol den ganzen Kram später.
Gibt's hier oben irgendwas? Komme ich da hoch? Hier ist nix. Okay, ich will auch nicht zu weit nach oben. Ich bin nass. Hinterm Wasserfall ist keine Höhle. Vielleicht unten. Vielleicht ist unten hinterm Wasserfall eine Höhle. Und das sieht schon... Hier könnte ich mir auch schon direkt vorstellen, was reinzubauen. Also mit ganz viel Glas. Dass man diesen Wasserfall schön hat. Ich weiß gar nicht, ob man hier bauen kann. Da gibt ja diese Gebiete, wo man nicht bauen kann. Okay. Bin ich unten angekommen? Nein, da geht's weiter. Da geht es weiter. Es geht auf jeden Fall weiter nach unten. Und noch weiter runter ins Wasser. Oh, noch eine Kiste. Ja, schön, schön, schön. Ist hier was? Nein. Oh, guck mal, hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Oh, eine große Höhle. Ist unter Wasser was? Nein. So cool. Und das ist genau das, was ich halt auch immer wieder sage. Ich würde mir wünschen, wenn die Welt, wenn solche Pflanzen, ich meine, das ist natürlich momentan auch noch so eine, insoweit eine Designentscheidung, dass nicht überall Pflanzen und Wasserpflanzen haben wir zum Beispiel noch nirgendwo gesehen. Die sind eigentlich, sind die neu? Ich überlege gerade, ich glaube, die sind neu. Das ist die nur an besonderen neuen Orten gibt, wenn Biome entstehen. Aber auch die könnte man, wie man hier sieht, ist es ja, ich glaube, das ist auch getriggert mit einem bestimmten, mit den bestimmten Phasen, die auftauchen. Es ist nicht genau bekannt, wann das hier genau auftaucht. Also ob das mit dem Amphibienstatus erst ist oder schon vorher. Aber es ist also möglich, auch Pflanzen in der Landschaft zu verteilen. Und man könnte das natürlich so machen, wie sie es jetzt machen. Und oh mein Gott, geht es da weiter runter? Und zu zeigen, dass es was Besonderes. Oh mein Gott. Da muss ich gleich runter. Oh mein Gott. Aber die restliche Welt wirkt halt so ein bisschen gefühlt leblos dadurch. Oh, guck mal. Frösche. Quack, quack. Da ist nochmal eine blaue Kiste. Mit Krams. Sehr schön. Und dann tauchen wir mal runter und gucken, was hier unter Wasser ist. Und das ist, also, ich meine, klar, die ist hier wirklich so cool. Das ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, noch nirgendwo Unterwasserpflanzen, vor allen Dingen so viele. Und das kann man doch dann überall nach und nach machen. Überall kommen nach und nach diese Wasserpflanzen. Und dann machst du das halt irgendwie zwei, drei Phasen verspätet, damit du schon noch den Grund hast, deine eigenen Pflanzen irgendwo hinzubauen. Oder du machst es so komplex, dass die Pflanzen, die du pflanzt, es gibt zwei Wege. Ach du Schande, und ich habe nicht unendlich Sauerstoff, fällt mir gerade auf. Nur dass du entscheidest, dass Pflanzen nur dort wachsen, wo Pflanzen von dir gepflanzt wurden. Und Fische nur dort wachsen, wo du Fische gepflanzt hast. Das würde natürlich auch Sinn machen, in gewissem Rahmen. Und dann auch nur die, die du gepflanzt hast. Wenigstens optisch. Also das wäre schon ganz cool. Ich schwimme erstmal nach hier. Eine blaue Kiste. Die nehme ich mal komplett mit, weil hier unten vertauche ich bestimmt nicht nochmal so schnell hin. Oh, guck mal. Eine Kammenlarve im Wasser. Die arme Larve. Habe ich noch einen Sauerstoff mit? Ich habe noch einen Sauerstoff mit. Sehr gut. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Das sieht so cool aus. Ein bisschen erwarte ich jetzt wie bei... Oh, Strukturen? Was? Was ist das? Warte. Was ist das? Gibt es hier irgendwo Sauerstoff? Riesige... Was? Okay, ich brauche Sauerstoff. Ich muss mir Sauerstoffflaschen mitnehmen. Vielleicht sind da drin Sauerstoffflaschen. Ich mache mal einen ganz kurzen Abstecher. Vielleicht haben wir Glück. Und hier verstecken sich irgendwo Sauerstoffflaschen. In einem der Schränke natürlich nicht. Den kann ich abbauen. Kann ich
auch abbauen. Kann ich auch alles abbauen. Ja, 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 mein Oxygen ist low. Auch kein Oxygen. Ich muss mir Oxygen holen, ne? Oh, da ist auch eine Nachricht. Lass mich ganz kurz die Nachricht lesen. Mein Sauerstoff ist nicht fest. Okay, warte, ich hole mir das Sauerstoff. So, ausgestattet mit ganz viel Sauerstoff, können wir uns jetzt ein bisschen hier unten auch mehr umgucken. Jetzt muss ich wieder die richtige Richtung finden. War das die richtige Richtung? Ja. Also ich meine, die ganzen Plündersachen sind mir relativ egal. Das kann ich später alles noch machen. Mich interessiert die Nachricht. I won't surrender. Iklas! 3042. I won't let myself be taken by this cold and dusty planet. I will look everywhere. I will even dug this deep to find resources allowing me to get off this hell. I need to find materials to craft a rocket and build a launch platform without a multi-tool. Everything takes so much time, but I have to prevail. I won't surrender. I won't surrender. Interesting. Also er hat kein Multi-Tool, so wie wir, und er baut das alles selbst. Er hat all das hier alleine gebaut. Ohne ein Multitool, wie wir es besitzen. Das ist schon spektakulär, muss man wirklich mal sagen. Und er ist nicht weggekommen mit den Meteoriten offensichtlich. Das ist interessant. Und es geht weiter mit Iklas. Oh, das freut mich sehr. Oh Gott, woher bin ich denn jetzt hier? Scheibe. Und wieso habe ich endlos Sauerstoff? Ich beschwere mich jetzt nicht, aber das scheint ein Bug zu sein, dass ich gerade endlos Sauerstoff habe. Okay, irgendwas habe ich dekonstruiert. Keine Ahnung. Iklas. Also das hier unten kann ja alles nicht von Wasser umgeschlossen geworden sein, gewesen sein damals. Ich weiß nicht, warum ich gerade endlos Sauerstoff habe. Ich weiß es nicht. Das ist später ja, das ist ja erst durch uns gekommen. Bei ihm war das ja noch alles kalt und staubig, das hat er explizit dort ja erwähnt. Aber er hat hier direkt neben so einer Höhle gewohnt. Oh, guck mal. Oh. Kristalle, Leuchtekristalle, die ich nicht aufnehmen kann, und eine Steinplattform. The Warden itself should not exist. That's what we have been told since we are born. As one we live. We are the Ward. We, the Wardens, are one, united without individuals in the group. Does the concept of a group can even exist if there is no entities? But when your own existence is threatened, when yourself can disappear, how does one can really be selfish? Is the urge to survive really incompatible with selflessness? Okay, also das ist mehr so ein Bienenstaat dann oder Borg-Prinzip. Also es gibt kein Ich. So werden sie halt erzogen von Anfang an und es gibt sie nur als Einheit, die Wardens. Und es gibt kein Ich, Also, die Frage ist halt dann, die aufgeworfen wird, auf der einen Seite, es gibt kein Ich, es gibt nur die Gemeinschaft, aber wie kann ich, wenn mein Leben bedroht ist, wie kann ich dann selbstlos sein? Und gibt es dann überhaupt, kann es überhaupt sein, dass es Selbstlosigkeit mit dem Überlebensinstinkt gibt? Ich meine, wir haben viel über die Wardens erfahren. Wir wissen, dass die Menschen schuld sind daran, dass die Warden ausgestorben sind. Die sind geflohen auf diesem Planeten, haben diese Maschinen gebaut und sind hierhin geflohen und haben versucht, diesen Planeten zu verstecken. Und wurden trotzdem wieder von den Menschen gefunden. Oh! Oh, wo geht's denn dahin? Eine riesige Treppenhalle. Die Warden bauen aber auch einfach nur groß, ne? Also es gibt kein Normal bei den Wardens. Es gibt nur einfach überdimensioniert.
Oder haben die auch schon wieder ein Schiff reingebaut? Ich weiß, dass ich irgendwie so ein Waterfill... Ich glaube, das ist ein Bug, dass ich gerade nicht atmen muss. Aber es freut mich. Es freut mich sehr. Oder wenn ich jetzt mal wieder runtergehe? Geht die Zeit nicht runter? Ich verstehe es nicht. Gott, das ist eine riesige Höhle. Die Wands über... Oh. Oh. Ich kann mein Jetpack nicht nutzen. Das heißt, ich werde hier auch nicht bauen können, denke ich mal. Ist hier irgendwas, was... Oder? Doch, ich kann hier bauen. Okay. Das heißt, ich könnte hier entsprechend auch mir eine neue Basis aufbauen, wenn mir das gefällt. Das war ja in der Tempelanlage, konnte ich mir vor der Tempelanlage ja was bauen, aber halt nicht in der... Doch, in der Tempelanlage konnte ich auch, da habe ich ja einen Teleporter irgendwie gebaut, aber davor konnte ich nicht bauen. Wieso ganz abstrus? Ich glaube, davor konnte ich nicht bauen. Dass die ja alles so aus Holz und Stein gebaut haben, aber eine große Space Traveling Society waren. We want to survive. Waiting for a certain death is not selflessness, it's suicide, it's self-destruction. Some of us has choose to leave before the inevitable. Leaving behind us is the destruction. And our beloveds who thinks that fate is greater than the choice. Was? Also wir wollen überleben? Auf einen feststehenden Tod zu warten ist nicht selbstlos, sondern Selbstmord. Es ist Selbstzerstörung. Einige von uns haben entschieden zu gehen, bevor das Unausweichliche kommt. Leaving behind us the destruction. Leaving behind us. Wir lassen die Zerstörung hinter uns. Und wir lassen auch die hinter uns, unsere Liebsten hinter uns, die denken, dass das Schicksal größer ist als eine Entscheidung. Heißt, die Warden, die wir in der anderen Höhle gefunden haben, die gestorben sind, die... Also, wie auch immer, wir wissen ja immer noch nicht genau... Oh! Wie es dazu gekommen ist, dass die... Golden Frog Eggs? Was? 600 Golden Frog Eggs? Krass. Das ist auf jeden Fall was Besonderes hier, dass man die hier findet. Wie die goldenen Schmetterlinge in der anderen Höhle. Sind die Wardens schuld daran, dass der Planet so lebensfeindlich ist? Haben sie das danach gemacht? Ist der Mensch daran nach schuld gewesen? Wie ist das passiert, dass wir jetzt wieder hier hin wollen? Da geht's auch noch höher. Ich guck mich erstmal um. Da ist nämlich nochmal Golden Frog Eggs. Spawnen die neu? Oh, falsch. Ob die nach und nach neu spawnen, diese Golden Frog Eggs? Das wäre natürlich schon schön. Endlos viele goldene Frösche. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, die Story ist für mich immer noch ein großes Mysterium. Wer ist hier dran schuld, an dem, was hier passiert ist? Ich meine, dass die Wardens diesen Schutzmechanismus gebaut hätten oder haben könnten, dass der Planet nicht entdeckt werden kann, beziehungsweise jedes Schiff, was hier in die Nähe kommt, abgestürzt und nie wieder gefunden wird, so nach dem Prinzip, würde dazu passen, zu dem, was die Wardens ja vorhatten. Noch eine goldene Platte. Wie wird die Zukunft für uns sein? Was ist unser Schicksal? Was ist unser Ziel? Schicksal. Wir glauben, dass wir überleben können, einen anderen Platz finden, eine neue Kolonie bauen, erneut. So wie wir es schon einmal vor langer Zeit schon mal gemacht haben, können wir es erneut. An unsere Schwestern, Brüdern, Müttern, Vätern, Freunde,
es tut uns leid. Also, ne, das sind die, es geht um die, die zurückgeblieben sind in der anderen Höhle. Die haben wir. Oh Gott, ist das dunkel. Die sind hier gestorben aufgrund der Menschen? Ich will ja nicht runterspringen, denn das Problem ist, da ich keinen Jetpack habe, ist der Sturz möglicherweise tödlich. Mich wundert es ein bisschen, dass ich diese goldenen Frösche finde, aber keine goldene Truhe, weil das ist schon wieder so ein Ort, der sich sehr für eine goldene Truhe anbieten würde. Vielleicht habe ich sie auch übersehen. Oh mein Gott. Da unten vielleicht? Nein. Aber ja, das ist also offensichtlich der nächste Schritt in der Story um Iklas zum einen und die Wardens zum anderen. Iklas hat es nicht aus dem Krater geschafft, beziehungsweise ist nicht mit Hilfe des Kraters entkommen. Hat sich hier in diese Richtung weitergebaut. Und die Warden sind nicht alle gestorben. Sondern einige sind abgerückt und haben sich ein neues Leben auf einem anderen Planeten aufgebaut. Ich glaube nicht, dass wir sie finden. Ich glaube, dass das mehr so ein... Oh mein Gott, vorsichtig, ich kann nicht schweben. Story-Ding ist, dass wir halt einfach ja, diesen Planeten besser entdecken und dass wir schon irgendwann noch mehr über die Wardens erfahren, aber dass wir sie niemals antreffen werden. Mindestens, weil das Volk schon so lange so alt ist und so lange hier abgerückt ist, dass es die gar nicht mehr in der Form gibt. Aber auf der anderen Seite kann es nicht so lange her sein, wenn die Menschen schon als Weltraumzivilisation unterwegs sein konnten. Das ist wirklich keine goldene Truhe. Ich bin schockiert. Also, nicht, dass es mich groß stört, aber ich hätte einfach erwartet, dass hier eine goldene Truhe ist. Nun ja. Ein sehr schöner Ort. Frage ich mich, ob man den noch von oben finden könnte. Man da hinkommt oder ob das hinter einer Mauer ist. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Also, puh, zum Glück kann ich Walljumpen. Kann da nicht zu viel erkunden. Nicht zu viel hier ohne Jetpack in den Spaßmodus gehen. Nun gut. Finde ich cool. Finde ich cool. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch wieder ganz anders entdeckt, wenn man wenn hier noch kein Wasser ist, dann kann man hier auch langlaufen. In der Hinsicht wäre das vielleicht auch spannend, einfach den Unterschied zu sehen. Wenn man hier sehr früh hinkommt und all diese Strukturen noch ohne Pflanzen entdeckt. Das sind ja wirklich noch so Dinge, die ich mir irgendwann mal vielleicht, wenn ich ganz viel Langeweile habe, schon nochmal machen möchte. Nochmal ganz neu anfangen bei Null. Ist hier vielleicht eine goldene Kiste irgendwo? Vielleicht oben drauf? Nee, ich dachte schon, dass da eine goldene Kiste oben drauf ist. Aber das klippt hier nur einfach so durch. Hier ist doch eine gelbe. Hier ist eine goldene Kiste. Und zwar hier, da in dieser Höhle, wo der Wasserfall runterfällt. Also, ne, gleich am Anfang. Und dann ist hier dieser große Gang, wo es dann in diesen Tunnel geht und sowas. Und da rechts davon ist unter dem Wasserfall. Und ist nochmal eine ganz kleine Höhle. Und da ist eine goldene Kiste. Wie gemein versteckt ist die? Oh, 1100 Terra-Tokens. Ich möchte gerne die Terra-Tokens mitnehmen. Und ich würde auch gerne... Was können wir noch weglassen? Das können wir hier lassen. Sauerstoff können wir hier lassen. Den Golden Seeds würde ich gerne mitnehmen. Und das Mutagen. Ja, den Rest kann ich herstellen. Ja, krass. Okay. Haben wir sie gefunden, die goldene. Die ist bei bei minus 179, 73.943. Nun ja. Dann
haben wir aber dieses neue Biom, diese beiden neuen Biome und die Story und die Frösche weiterentdeckt. Und beim nächsten Mal, würde ich sagen, geht es dann um die besondere neue Technologie, die wir entdeckt haben oder entdecken können. Weltraumhandel. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschö, tschö. Ich nehme jetzt wieder ein bisschen Kram mit. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.